Kreisau, ich bin zum zweiten Mal dort gewesen, war für mich sehr interessant, weil die Begegnung mit Kaspar, dem Zeitzeugen, und mit vielen Menschen hier, die ein starkes Bewusstsein für das haben, was sich dort abgespielt hat, das war ein sehr großes Erlebnis. Aber es war eben nicht nur die Vergangenheit, es war auch die Zukunft der deutsch-polnischen Beziehung, und dieser Platz ist in einmaliger Weise dafür geeignet. Und in Verbindung mit unserer Fahrt nach Breslau hat sich dann das erst recht gezeigt, der Gang durch Breslau, wunderbar intoniert und orchestriert durch unsere polnischen Begleiter, zeigte die großen Hoffnungen, was die deutsch-polnischen Beziehungen angeht. Ja.